Am 3.12.2022 eröffnete der Magic Park Verden zum Start seiner Wintersaison auch noch eine brandneue Themenfahrt, welche mit der ein oder anderen Überraschung auf sich wartet. Mitten im Wald gelegen zwischen Bremen und Hannover in Verden liegt der über 50 Jahre alte Ritterrost Magic Park Verden. Mit ganzen 40 Attraktionen begrüßt der Park jährlich seine Besucher. Gerade die Kleingäste kommen hier im Magic Park auf jeden Fall auf ihre Kosten. Das Portfolio des Parks ist tatsächlich sehr vielfältig. Natürlich bietet der Park eine ganze Menge an verschiedenen Fahrattraktionen, welche zum Großteil sogar selbst gesteuert werden können, aber auch eine große Streichelwiese mit vielen Tieren oder ein großes Labyrinth sind im Park vorhanden. Seit diesem Jahr bietet der Magic Park den Besuchern auch eine Wintersaison abseits der Hauptsaison, in welcher ihr jedes Wochenende und an den Feiertagen auch den Park besuchen könnt. Passend dazu eröffnete der Magic Park nun nach anderthalb Jahren Planung und Bauzeit die neueste Themenfahrt Deutschlands. Also ging es auch für uns direkt in den Magic Park, um den neuen Dark Ride zu testen. Diese trägt natürlich den Namen Drachenmagic und befindet sich relativ in der Mitte des Parks. Schon von außen macht die neu gestaltete Hütte einiges her. Gerade auch der sich links befindende neue Wartebereich der Attraktion passt sich perfekt in die schon vorhandene Umgebung ein. Vorbei an einem alten Wagen und einigen schönen Büschen findet man sich nun vor einem Drehkreuz wieder, welches entweder geöffnet oder geschlossen ist, je nachdem, wie viele Besucher aktuell die Attraktion besuchen. Dazu findet man geradeaus durch an der Wand vier Lampen hängen, welche die Anzahl der Besucher anzeigt, welche in den nächsten Wagen noch Platz haben. Dies können maximal 4 Personen sein, aber zu zweit oder zu dritt macht eine Fahrt mit Drachenmagic genauso viel Spaß. Sobald nun der nächste Wagen frei für neue Gäste ist, geht es vorher mit der Gruppe aus maximal 4 Personen noch in einen kleinen Pre-Show-Raum, in welchem ihr auf Gloria von Eulenstein trefft. Sie ist so nett und erklärt kurz den Besuchern, was eigentlich Sache ist, bevor es dann durch die nächste Tür in die Station des Dark Rides geht. Hier steht auch schon ein freies fliegendes Sofa für die Besucher bereit. Diese teilen sich nun in 2 Reihen, je 2 Personen auf und dann kann es auch schon losgehen. Natürlich braucht so ein Dark Ride auch eine gute Story. Und da hat der Magic Park diesmal auch wieder was zu bieten, denn der gute alte Zauberer Fabulous hat angeblich ein Ei im Wald des Magic Parks gefunden. Er wusste aber nicht genau, was das ist, also hat er es vorsichtshalber in seiner kleinen Scheune versteckt. Und zack, sind ganz viele Drachen geschlüpft, die natürlich jetzt in der Scheune ihren Unfug treiben. Ihr glaubt das nicht? Dann habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit, die Drachen live vor Ort zu sehen. Glücklicherweise war Fabulous mal so nett und hat einige Sofas verzaubert, mit denen ihr einmal durch die Scheune fliegen könnt, um die lustigen Drachen zu entdecken. Die Themenfahrt selbst bezeichnet sich als Trackless Dark Ride, das heißt, die einzelnen Wagen fahren ohne eine sichtbare Schienenführung durch die Scheune. So kann man also vorab nicht genau erkennen, in welche Richtung sich der Wagen als nächstes drehen wird. Dazu sind auf der Strecke viele Drehungen um die eigene Achse sowie eine Kreuzung vorhanden, welche die Themenfahrt deutlich dynamischer wirken lassen. Tatsächlich kann man während der Fahrt auch ganze 10 Animatronics finden, solange ich mich nicht verzählt habe. Insgesamt dauert eine Fahrt mit Drachenmagic so circa 4 Minuten. Außerdem wird es in Zukunft auch noch ein On-Ride-Foto geben, welches man anschließend als Andenken mit nach Hause nehmen kann. Es sei auch nochmal angemerkt, dass man in Zukunft die Möglichkeit hat, auf 3 verschiedenen Sprachen die Themenfahrt zu erleben, darunter Deutsch, Plattdeutsch und Englisch. Dies wird man dann schon vorab draußen am Drehkreuz einstellen können. Sowas Geniales habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Und dass ein eher kleinerer Park so einen vielfältigen Dark Ride bietet, ist mehr als nur lobenswert.
Alles in allem finde ich, dass der neue Dark Ride das Portfolio des Parks auf jeden Fall um eine grandiose Attraktion erweitert hat. Da ich mit eigentlich keinen Erwartungen den neuen Dark Ride gefahren bin, war ich tatsächlich mehr als nur überrascht, wie schön und detailreich die gesamte Attraktion umgesetzt wurde. Meiner Meinung nach ist Drachenmagic auf jeden Fall ein Besuch wert, da es wirklich einiges in dieser scheinbar kleinen Scheune zu entdecken gibt. Ein kleiner Tipp von mir noch, fahrt unbedingt mehrere Runden, da auch ich bei meiner ersten Fahrt bei weitem nicht alles gesehen habe. Nach einigen Fahrten in den verschiedensten Sprachen und sogar der Gelegenheit, einmal zu Fuß den Dark Ride zu erkunden, ging es für uns natürlich im Anschluss erst einmal etwas essen. Hallo, ich bin's, Marcel. Wieder euer Marcel. Wir stehen hier gerade vor dem Restaurant. Ich muss vielleicht gleich mal auf die Toilette und dann werden wir uns erstmal schön den Magen voll machen. Mein Frühstück für heute. Also ging es ab in das Restaurant, welches im linken Teil des Parks auf Höhe des Eingangs zu finden ist. Leider war das Team des Restaurants noch nicht ganz eingespielt, dennoch hat man eine große Auswahl an Essensmöglichkeiten, welche man in dem Restaurant zu sich nehmen kann. Bei unserem Besuch war es, wie auch deutlich absehbar, unfassbar kalt. Es ist richtig, oh, du zitterst auch ganz schön, ne? Es ist kalt. Und es ist kalt. Es ist kalt. Dies führte natürlich auch dazu, dass der Park so gut wie fast nicht besucht war. Und wir natürlich noch ein paar Runden auf dem neuen Dark Ride Drachenmagic drehen konnten. In der jetzigen neuen Wintersaison hat der Park außerdem immer von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Das ist zwar nicht lange, aber gerade wenn es sehr kalt ist, völlig ausreichend, da auch nicht alle Attraktionen wie die Achterbahn oder die Wildwasserbahn in der Wintersaison fahren. Im nächsten Jahr hat der Park dann sogar an einigen Tagen noch bis 17 Uhr geöffnet, bevor er dann am 25. März in die neue Saison 2023 startet. Abgesehen von dem neuen Dark Ride, welcher auf jeden Fall einen Besuch wert ist, könnt ihr noch viele weitere spannende Sachen im Magic Park erleben. All das seht ihr hier links in dem Video von den Stoppies. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Adventszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch einen traumhaften Tag und bis bald. Yeah, ich bin bei Ole im Video.